aber auch auf eine ganz andere Art und Weise. Und zwar habe ich Shahin, richtig ausgesprochen, ja. Shahin Aydin hier zu Gast als Ruhrpottler. Und der hat eine ganz besondere Aktion heute, denn am 19. Februar 1919 gab es den Bottroper Rathaussturm. Ja, ich bin heute in Bottrop, aber ist ein ganz besonderes Datum. Ne? Also auch mal was anderes als Stolperstein-Erinnerungskultur. Und ich finde, gehört genauso in meinem Ruhrpott-Blog, genau wie jedes andere, über Menschen. Und Shahin ist ein Mensch, der da reingehört. Da kommt noch später ein bisschen mehr, weil der macht noch was ganz anderes. Und jetzt interviewe ich ihn zum Thema Bottroper Rathaussturm. Ich drehe mal jetzt um. Ach, so, da steht er. Ich finde Shahin Aydin, Lokalhistoriker, und heute vor 103 Jahren war der Rathaussturm, in Anführungsstrichen, es war mehr Befreiungsaktion von Bergarbeitern, die hier in dem Rathaus hinten gesessen haben, und ein Teil war im Gerichtsgefängnis. Da waren Vormittagsaktionen von Angehörigen der Bergleute, die Befreiung gefordert haben, und der Volkswehr hat sich gewehrt und auf Leute geschossen. Und Nachmittag kamen von anderen Städten revolutionäre Bergarbeiter, die zur Sicherheit gehörten, und die haben gab es einen Gefecht zwischen Volkswehr Bottrop und Sicherheitswehr aus Düsseldorf, Mülheim an der Ruhr. Und dann gab es insgesamt 72 Bergarbeiter, die erschossen wurden. Und von den Volkswehr und Polizei waren 14. Und was sehr traurig ist, bis jetzt, ob es in Weimarer Republik ist oder nachher und in BRD, wurden die 14 Rathausverteidiger in allen Bereichen geehrt, auch vom Stadt, vom Vereine. Und von 72 war keine Rede, und bis jetzt ist leider auch geschwiegen worden, weiß man überhaupt absichtlich oder nicht. Und deswegen mit meinen Aktionen will ich aufmerksam machen, dass es auch eine alternative Geschichtsforschung in Bottrop notwendig ist. Dafür habe ich die 72 Luftballons. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Gerne. Du musst mir aber noch erzählen, ja. 72 Bergarbeiter, aber insgesamt Bergarbeiter, die kamen aus verschiedenen Städten aber auch, ne? Ja, das war von uns. Die kamen aus Düsseldorf, Umgebung, Oberhausen, Mülheim an der Ruhr. Ja. Und auch in ein paar anderen Städten auch, aber mehrheitlich aus diesen drei Städten. Und das war von uns. In Prosper 1 und 2 waren auch Bergleute, die von Umgebung waren, die hier gearbeitet haben. Und der Auslöser war, die Volkswehr hatte am 18. Februar den Streik in Prosper 1 und 2 war angegriffen. Da gab es auch Schießereien. Eine Volkswehrperson ist umgekommen, zwei Bergleute umgekommen. Und nachher haben die Festnahmen gemacht und dann geliefert, und dann die Ereignisse waren am 19. Aber der Geschehnisse war hinten. Hinter dem Rathaus war der Eingang vom Rathausgefängnis. Jetzt besteht 10 Zellen. Aber früher, ich schätze, da waren über 100 Zellen, die da anwesend waren, weil im Rathaus war der Polizeihauptwache. Viele wissen das nicht. Polizeihauptwache war das, wo die Volkswehr mit 300 Leuten bewaffnet. Das heißt, nach Unterlagen 300 bewaffnete Volkswehr und 300 Passive. Da kann man vergleichen mit Freikorps Menschen, diese Volkswehr. Mhm. Die wurden auch in anderen Städten auch dahin geschickt von Bottrop, den Arbeiterstreik zu verhindern und die Arbeiter zu zwingen, nicht zu streiken. Mhm. Deswegen, der Einsatz war im Ruhrgebiet bekannt, weil die Volkswacht war auch nicht beliebt. In einer Umgehung.
Städten. War dieser diese gefangenen Bergleute, gehörten die zum Spartakusbund? Nein, gar nicht. Zum Beispiel in Bottrop war die Zentrum stark und nach dem Zentrum kann man sagen USPD und die Spartakusbund, schätze ich so 40, 50 Mitglieder hatten die damals. Ja. Und die USPD hatte 800 Mitglieder damals. Ja. Das heißt, da waren auch Unbeteiligte auch dabei, die nur da gearbeitet haben. Das wird in den bürgerlichen Medien so dargestellt, es wären alle Spartakisten. Das stimmt nicht. Wenn man guckt, die KPD im Spartakusbund waren in Ruhrgebiet, die hatten 8.000, 9.000 Mitglieder insgesamt aktiv gehabt. Da heißt das. So, der Wind hat uns hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt haben wir noch schnell, bevor es aufs Auto fliegt, haben wir noch retten können. Erzähl weiter, Spartakisten. Zu den Spartakisten. Es wird in bürgerlichen Medien und so gegeben, ja, die Spartakisten hätten die Rathaus gestürmt. Das stimmt nicht. Wenn man den Unterlagenforschungen nachguckt, insgesamt die KPD Spartakusbund hat im Ruhrgebiet 8.000, 10.000 Mitglieder. Und die stärkste Partei war die USPD und MSPD, aber in Bottrop war die stärkste Zentrumpartei. Das heißt, nach der Zentrumpartei kam die USPD und diese These stimmt nicht, dass die Spartakisten. Da waren auch einfache Malocher, die da in Fußball 1 und 2 gearbeitet haben, die auch unpolitisch waren, die auch festgenommen wurden, die mehr gefordert haben, mehr Geld, dass man Essen und Trinken leisten konnte. Ja, es war ja auch eine schwierige Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, ne? Und da wollte man für die Familie mehr gönnen, ne? Ja, jeder wollte seine Familie stillen und dadurch haben die auch durch den Streik bemerkbar gemacht und aus diesem Grund ist das so eine Situation entstanden. Ich finde auch schade für beide Seiten, dass er von beiden Seiten Tote entstanden sind. Ja. Und hätte man anders reden können. Aber folgendes, was mich wundert, warum die Stadt bis jetzt noch schweigt, die Verwaltung Bottrop, oder dass er bis jetzt zu diesen Sachen nicht neutral geforscht worden ist. Aha. Das finde ich traurig, aber aus diesem Grund habe ich vor 20 Jahren angefangen zu forschen, weil ich diese Lücke gesehen habe, dass es Ungerechtigkeiten passiert und verschwiegen wird und verleumdet für mich ist das. Und ich versuche mit meinen kleinen Beiträgen so durch diese Aktion aufmerksam zu machen, dass es in Bottrop sowas passiert ist, dass jeder Bürger und Bürgerin Bottrop Recht hat, zu erfahren, was da damals in Wirklichkeit geschehen ist. Wie bist du auf die Sache gekommen? Du bist ja nicht hier in Bottrop geboren, ne? Nee, ich bin in Türkei, Kurdistan geboren und aufgewachsen in Gronau, Westfalen, ja. Und seit 20 Jahren in Bottrop. Ich bin mit 13, 14 Jahren in Mitglied der SDAJ geworden. Das ist die Jugendorganisation von DKB. Und seit 25 Jahren bin ich in die Linke. Aber ich arbeite mit allen antifaschistischen Gruppen. Ob DKB ist jetzt die Linke, MLPD und wichtig das Ziel der Antifaschismus für mich. Und dadurch habe ich mehr gesammelt. Der Hintergrund ist auch folgendes, wie ich zur Geschichte gekommen bin. Ich bin selbst Kurde und wir kommen von einer alevitischen Tradition. Aleviten Kurden wurden auch im Osmanischen Reich, in der Türkischen Republik verfolgt, massakriert. Dadurch sind wir fast ganze Familie politisiert. Dadurch habe ich diese Spur. Und der historische Hintergrund für dich ist auch
hier in Bottrop dann nachzuforschen, für Gerechtigkeit zu sorgen, ja, und die Geschichte richtig zu stellen. Ja, und deswegen habe ich geforscht, nicht nur 1919, sondern 1918, Novemberrevolution, ist hier vieles passiert. 1920 ist noch zu verarbeiten, mit Löwenfeldstraße haben wir noch. Da sind auch ganze Menge Arbeitermenschen umgekommen sind, die keine Spartakisten waren. Und so geht das. Mein spezieller Bereich 1918 bis 1920. Ja. Zu forschen, öffentlich zu machen. Und die Verfälschung der Geschichte hängt wahrscheinlich mit dem Nationalsozialismus zusammen. Weil ich habe ja selbst auch im Stadtarchiv geforscht und stelle auch dann da fest, dass bestimmte Unterlagen durchgestrichen sind, bestimmte Sachen gar nicht rausgegeben werden dürfen, noch heute. Und das ist eigentlich schade, weil man da auch eine richtige Forschung dann in der Richtung gar nicht machen kann. Nee, stimmt, ne? Das gebe ich dir ganz recht. Leider ist das schon lange her, aber trotzdem wollen die, dass man den veröffentlicht, was die Nazis, die Funktionäre hier in Bottrop gemacht haben. Das wollen die auch verhindern, trotz dass sie die leben nicht mehr und die Kinder von denen auch nicht, aber die wollen verhindern, dass man sagen, ja, Bottrop hat da eine schmutzige Seite gehabt. Mhm. Die Nazis und mehrheitlich haben mitgemacht. Das wollen die nicht. Aus diesem Grund, denke ich, ist da vieles unter Verschluss. Ja, das kann gut sein. Ist eine Möglichkeit. Wir wollen es nicht unterstellen, aber ist eine Möglichkeit. Also die historische Forschung sollte da schon alle Möglichkeiten zur Öffnung der Archive bekommen, finde ich. Ob Hobby oder richtiger Historiker, spielt da keine Rolle. Ich denke schon, dass das sinnvoll ist, dass man die Archive öffnet. Und, da auch nachforschen zu können. Meine Bitte an die Landesregierung, Bundesregierung, die sollen den Hobbyhistoriker, auch Historiker in diesem Bereich zu forschen, freizustellen. Zum Beispiel, hier geht das im Stadtarchiv. Da kann man günstig Sachen bekommen, kopiert haben oder umsonst so auch. Aber wenn man im Landesarchiv oder Bundesarchiv was haben will, da kostet da ganze Menge. Zum Beispiel letztes Mal hatte ich nachgefragt, eine Biografie von meinem USPDler, der auch den Rathaussturm mitgemacht hat, wollte ich haben. Und die haben dann 840 Euro verlangt für den Kopie, für den Akten zu machen. Echt? Ja, 840 Euro. Und entweder sagen wir 840, oder muss man nach Berlin. Und das finde ich ganz traurig aus diesem Sicht, da werden die Leute keine Lust haben zu forschen. Ja, natürlich. Also sowas sollte eigentlich entgeltfrei sein, ja, in meinen Augen, oder? Deswegen ist es gut, dass man da ein bisschen Öffentlichkeit macht, Druck auf den Politiker macht, in diesem Bereich was zu machen. Weil es gibt ganz viele Studenten in Unis und so, die in diesem Bereich forschen will, aber das scheitert an diesen hohen Preisen. Ja, das ist Bottrop, für Studenten, die jetzt Geschichte studieren, ja genau das Problem. Ja, ne? Und in Bottrop geht das, da habe ich bis jetzt keine Kritik, ist auch gut, aber Landesebene, Bundesebene, auch ich mache auch Stolpersteine-Aktionen verlegen, bis jetzt habe ich 18 gemacht. Das Gleiche habe ich auch da auch gesehen. Wenn man von den Personen was wir haben will, da kostet man echt Menge Geld. Ich habe vor ein paar Jahren für eine Person 170 Euro vom eigenen Tasche bezahlt. Ja. Und das ist auch viel Geld für ein Hobby. Ja, für dich alleine. Ne? Ja, wenn das ein Verein macht, ist das okay. Ja, aber ich mache alleine. Du machst es selbst. Das ist viel. Toll, respektvoll. Und wir sehen uns nochmal bei Ernst Ender. Ja. Da machen wir einen Podcast über den ersten Oberbürgermeister von Bottrop. Nach dem Krieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er der Erste. Der war nicht lange, aber du hast ein komplettes Archiv. Ja, und der war kurz. Der war in der SPD, USPD und dann SAP. Und ich habe seinen Nachlass später bekommen von seinen Enkelkinder. Da heißt das
Das Buch liegt im Verlag. Da wird in Kürze erscheinen. Da reden wir dann nochmal miteinander in einem Podcast. Hm, gerne. Vielen Dank, Shahin, für die tolle Aufklärung. Ist ja auch was Besonderes gewesen heute. Ich freue mich, dass du da gekommen bist und finde auch alles Gutes. Wir werden es weiterleiten, damit mehr Aufmerksamkeit ist. Ja. Nochmal ein letzter Blick hier auf die ganze Geschichte. Das Schild ist ja umgekippt gerade. So. Und nochmal einmal hier die Luftballons mit der Karte. Ups, wenn der Wind mitmacht. Und jetzt schließen wir die ganze Sache. Und Glück auf von André Brune, den Ruhrpottologen und Shahin Aydin. Tschüss.